steht eine E30, gleich hier in der Nähe von der Modex und Nordtank. Sehr cool. Da werden wir nochmal anhalten, mal gucken, ob man rankommt. So. Da haben wir eine. Macht halt gut Wind, ey. Das ist echt freaky. Du musst da wirklich da drauf dich sichern und dann entweder rumlaufen oder das Maschinenhaus drehen. Und dann kommst du oben durch diese Luke und dann bist du auf dieser Aussichtsplattform oder Grennest auch genannt. Das ist schon heftig, ne? Wenn du da in der Höhe dann stehst, da kackst du hier, ne? Jedenfalls ich. Ja. Da hinten haben wir diese Windboard und noch eine Nordhang. Ich guck euch da noch ein bisschen näher kommen, aber leider steht die Windwirt still. So. Zwei Stück steht hier glaube ich noch, also einer steht hier glaube ich noch. So, da hinten sind noch zwei E40, nee, gerade E30. Die haben glaube ich 220 kW auf dem auf Beton drum sind die. Da habe ich nochmal eins noch. Jo. Die steht ja auch hier auf dem Stahlturm. Ja, das ist jetzt die. Aber erste war ich schon. Zweite, dritte, vierte, fünf Stück habe ich jetzt schon gesehen. Schon. Krass. Das müsste die mit dem Stahlturm mit 50 Metern Armhöhe sein. Und ich glaube auch 300 kW. Ja. Es ist doof, dass LHK nie was ranschreibt. Eigentlich sind sie auch dazu verpflichtet, die Armhöhe alles anzugeben. Aber ja, machen sie nicht. Jeder Betreiber muss es eigentlich dran haben. Ab, ey. Geil. Oh, sieht man so noch ein Stück weg. Richtig geil. Kannst du richtig rinlucken da. Oh, ich sehe auch einen Stier. Einmal. So, jetzt kann man es besser sehen. Diese Technik haben wir ja. So, da ist jetzt mal die Windwall 2700. Leider steht sie. Aber gut. Ja, da ist die erste E30 auf Betonturm und hier ist die zweite. Das ist so eine Armhöhenklube, knapp 40 Meter so. 30 Meter, irgendwie so was halt in den Dreh. Jo. Sehr interessant. Sonst sieht man immer die E32 da hinten, die da auf so einem Turm hier oder die E40. Und jetzt haben wir halt die E30 mal, ne? Krass, 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 geil. Richtig cool. Also, was ich hier alles schon gefilmt habe, Wahnsinn. Das hat sich richtig gelohnt. Mit der Drohne war ich eben oben, also ich meine, die schafft das, ich habe auch schon mal Modus gemacht, dann hat die Power ohne Ende, dann spricht die auch gegen Wind, aber das ist unberechenbar halt. Gibt es mal ein bisschen Gas oder zu viel, dann sind wir uns mit dran oder irgendwas zu können. Das möchte ich nicht riskieren. Einfach nur mal kurz hier hochgeflogen,
hab das Teil gefilmt, kurz Rundumsicht, und das war's. Mein Foto von vorne und gut ist. Eigentlich wollte ich ja von hinten ein bisschen fotografieren und so, aber gut. Das ist heute too much. Das geht nicht. Aber. Weil wieder die Tubi Energy steht, die 6 Megawatt. Da wollte ich auch mit Drohne, aber erstens bin ich mir nicht sicher. Wegen den Hafen, dass man das überhaupt fliegen darf, ich denke mal nicht. Und zweitens wegen dem Wind auch. Weil die Aufnahmen von oben sind bestimmt übelst geil an so einem Hafen, aber da muss man vorsichtig sein. Ne? Weil es ein anderes Land und das kann schnell ins Auge gehen. Das wollen wir ja nicht. Ne? Ich sag mal, die Aufnahmen von unten reichen ja eigentlich auch. So, dann filmen wir nochmal die Windbolt 2700. Schade, dass die stillsteht. Aber eine steht hier oben noch. Dreht sich, glaube ich, auch. Ich glaube, ein Stück weiter weg, da ist jetzt der Baum dahinter da. So, mal gucken dann. Aber auch ein Speed von, wenn du das so guckst, Wahnsinn. Baby, we can take a ride. Give you what you dream of. With me inside, you lose control. It's not what it seems on the low. Baby, don't worry what you don't know. Give you what you dream of. Give you what you dream of. I know it's hard to believe. I'll give you what you need. And baby, we can be what you wanna. And it's alright with me. But baby, if you have to worry, I won't want you. Oh, I got you right. Oh, what you need.